Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.30 Uhr. Ich nehme gerade auf. Ich hatte gestern einfach keine Lust mehr oder auch war nicht in der Verfassung, noch die News aufzunehmen. Die kommen heute in gewohnter Sache, da es ein bisschen zeitlich brennt. Denn ich muss das Ganze hier noch kurz schneiden. Gehen wir direkt in Medias Res. Wie immer in eigener Sache. Das 750er Spezial mit den Frag doch mal die Brettspielbox 2 wird am Freitag gedreht. Das heißt, ihr habt heute noch die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, wenn ihr mir noch eine Frage stellen wollt. Ansonsten habe ich aber eine Menge Futter aus der Aktion des Adventskalenders. Also heute noch die Möglichkeit, hier was einzustellen. Dann habe ich einen Nürnberg-Rückblick gemacht. Verlinke ich hier oben. Da habe ich nochmal die wesentlichsten Sachen so aus Nürnberg zusammengefasst. Auch schon Spieleindrücke, ich glaube, von den ersten 9 Spielen, die ich dort vor Ort gespielt habe, beziehungsweise auch danach zu Hause. Also hier habt ihr dann so ein paar erste Spielerfahrungen, wer noch nicht reingeguckt hat. Ich habe mir Gedanken gemacht zu den News, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde mir jetzt eine Deadline bis Ostern setzen. Aktuell sehe ich bei den Zuspruchszahlen, bei den News kaum Bewegung in die Richtung nach oben. Die halten sich so konstant bei 400-500 Views. Um das ganze Thema Videoformat für mich in einer entspannten Art und Weise zu machen und bei den News muss es halt tagesaktuell dann sein, werde ich mir dann bis Ostern überlegen, ob es die News dann noch weiter im Videoformat geben wird. Auf dem Blog definitiv, weil da habe ich auch deutlich mehr Zuspruch. Aber aktuell bin ich einer der wenigen, die regelmäßig hier News präsentieren. Nichtsdestotrotz bleibt es bei der Zuschauerzahl. Das seid wahrscheinlich jetzt nicht ihr, die das regelmäßig schaut. Aber ich muss mir einfach im Moment in meinem eigenen Interesse der begrenzten Zeitressourcen überlegen, wie ich sie am sinnvollsten einsetze. Das ist nicht das Ende von YouTube. Also ich werde definitiv dort Videos weitermachen, weil ich da riesig viel Spaß dran habe. Aber die werden halt anders sein. Also das werden dann eher Top-Listen, Gespielt-Listen sein oder andere Specials. Aber Sachen, die einfacher zu produzieren sind und wo man dann eben nicht jeden Mittwoch oder Donnerstagmorgen vor der Kamera steht, um diese Sachen aufzuzeichnen. Da gibt es dann vereinfachte Verfahren. Aber kein großes Jammern. Also ich bin auch jetzt nicht sauer. Das ist einfach nur der aktuelle Status. Ja, was ist dann sonst noch passiert? Der Stefan Brück wird Alea verlassen. Stefan Brück steht eigentlich für den Aufstieg und für die Gründung von Alea. Das war so ein bisschen als Edelmarke bei Ravensburger auch gesehen. Die ersten Spiele sind 98 mit Ra und Chinatown auf den Markt gekommen. Burgen von Burgund ist, glaube ich, noch nach wie vor der größte Erfolg, vielleicht mit Puerto Rico zusammen. Es gab auch Auszeichnungen zum Spiel des Jahres, beziehungsweise Kennerspiel des Jahres. Aber irgendwann enden auch da Zusammenarbeiten und dies soll wohl im Sommer passieren. Inwiefern das jetzt mit den drei etwas missglückten letzten Spielen zusammenhängt, Carpe Diem, also da insbesondere das, nicht das Spiel selber, das Spiel ist super, sondern eher das Äußere, weil ich glaube, dass Carpe Diem, wenn es eine vernünftige Grafik gehabt hätte, nicht diese Diskussion, ein mehr als ernstzunehmender Kandidat für das Kennerspiel des Jahres im letzten Jahr gewesen wäre. Las Vegas halte ich dafür total verunglückt und die Burgen von Burgund hätte ich mir persönlich auch etwas mehr von versprochen. Jetzt mit Puerto Rico und die Burgen von Tuscany, zwei neue Spiele angekündigt worden. Hoffen wir mal, dass das materialmäßig besser wird. Also nichtsdestotrotz, Stefan Brück hat eine Menge dazu beigetragen, dass aus Alea eine so tolle Marke geworden ist. Welche Gründe, was da jetzt passiert ist, weiß ich nicht, ist aber schon offiziell bestätigt von Ravensburger. Tompete Studios sind gegründet worden und das geht so ein bisschen aus Libelud Digital hervor. Die werden jetzt das Dixit
digital umsetzen. Da hat man sich aber für eine Trennung der Marken entschieden. Also aus Libelud Digital wird dann dieses neue Studio. Crowdfunding. Ja, diesmal lustigerweise mehr Sachen im Bereich Spieleschmiede als bei Kickstarter. Eine wundervolle Welt ist gerade frisch gestartet. It's a Wonderful World läuft auch noch in den letzten Stunden in der englisch-französischen Version auf Kickstarter, aber die Spieleschmiede bringt das jetzt auf Deutsch heraus. Preislich tut sich da auch nichts, weil man kann die Angebote nicht hundertprozentig miteinander vergleichen, weil bei Kickstarter muss ja immer der Transport mit draufgerechnet werden. Bei der Spieleschmiede ist er inkludiert. Und von daher macht ihr da nichts falsch, solltet ihr euch für eine wundervolle Welt entscheiden. Gibt es auch von Basisspiel mit erster, zweiter Erweiterung und Komplettpaket, also All-in kann man da glaube ich für 99 Euro gehen. Tekeno wird in der Spieleschmiede erscheinen, nicht bei Schwerkraft. Das ist jetzt bekannt gegeben worden. Das Spiel, was bei Board and Dice März, April herauskommen wird, wird wohl nahezu parallel dann in der Spieleschmiede finanzierbar sein. Da scheint die Zusammenarbeit sich von Trismegistus ausgezeichnet zu haben. Und frisch gestartet ist Marvel United von Cool Mini or Not. Spiel, was mich jetzt persönlich so gar nicht anspricht, aber da die ersten Verkaufszahlen da auch schon wieder in die Höhe schnellen, scheint das dann euren Nerv getroffen zu haben. Ich habe da, glaube ich, mehr Lust auf Ankh zu warten. Das wird aber dann das Projekt nach Marvel United sein. Ja, es stehen dann noch weitere Events an. Die Bremer Spieletage sind Anfang März terminiert. Die Spiel doch, habe ich jetzt einen kurzen Bericht, Blogbericht gemacht mit den wesentlichsten Fakten. Die steht ja Ende des Monats März an in Duisburg und ja, Cannes ist eigentlich das erste große Festival, was starten wird auf internationaler Ebene nach der Spielwarenmesse. Das ist der am 21. bis 23. Februar. Im Rahmen dieser ganzen Veranstaltung wird dann auch der französische Spielepreis verliehen. Ich bin mal gespannt, was es da dann treffen wird. Ja, dann nur eine kurze Empfehlung. Was haben andere so gemacht? Eindrücke zur Spielwarenmesse haben Matthias und Smuka von Klickenabend in einem Podcast zusammengestellt. Hier habt ihr also nochmal die Möglichkeit, Jürgen und ich hatten das ja auch schon gemacht, auch nochmal andere Eindrücke dort zu gewinnen. Ja, und das war's schon. Wir gehen zum Ticker. Viel Spaß dabei. GameRua ist sehr eifrig, bringt immer mal wieder Bilder vom Material. Das ist jetzt wieder zu Paris erschienen und hier seht ihr zumindest, kriegt ihr einen Einblick, wie das Artwork von Paris sein wird. Das ist ja das neue Spiel von Kramer Kiesling und man hat jetzt hier die Plättchen, die dort gebaut werden, veröffentlicht. Dixit Mirror, also vielmehr Dixit, wird mit Mirror eine neue Erweiterung bekommen. Das ist jetzt angekündigt. Also die Fans von Dixit können sich da auf weiteren Nachschub freuen. Frosted Games hat ebenfalls zwei Neuheiten bekannt gegeben. Die sind ja sehr eifrig mit Siderische Konfluenz. Die soll wohl schon im Juni soweit sein, dass das Spiel eben rausgehen kann. Aber mit Die Reisen des Zengi wird es ein asymmetrisches Spiel geben, wo der eine Spieler einen Admiral und die anderen eben halt einen Barbaren spielen, die ja praktisch schauen, wie sie eben ein Gebiet dort besetzen und bestücken. Das zweite Spiel wird ein Zwei-Personen-Wargame sein, so ein Mini-Wargame. Das ist nämlich der Marsch des Fortschritts, ebenfalls ein Zwei-Personen-Spiel. Damit setzt Frosted Games eben halt auch die Lokalisierungsreihe fort. Ich hatte ja im Interview im Rahmen von DeepPrint Games da schon darauf verwiesen, dass Frosted Games sich eben vornehmlich eben auf das Thema Lokalisierung konzentrieren wird. AEG wird mit Cubitus ein Dice Back Building Game herausbringen. AEG scheint auch sehr fleißig zu sein, was Neuerscheinungen und Ankündigungen dort ist. Hier freue ich mich immer noch auf das Spiel von Elizabeth Hargrave. Demnächst in dieser Reihe wird es dann auch mein Feedback zu Echoes und zu Point Salad geben. Die Rezension habe ich jetzt auch fast fertig. So, und jetzt muss ich meinen Namen ablesen, weil ich kriege den sonst nicht ausgesprochen. Perseverance.
Perseverance heißt, glaube ich, von Mindclash Games, vielen bekannt von Tricerion, wird dort eben halt ein neues Spiel sein. Sehr interessantes Setting. Wir sind gestrandet auf einer Insel und stellen fest, dass wir nie alleine sind, dass dort eben Dinosaurier herrschen. Und unsere Aufgabe ist es zunächst einmal, uns in Sicherheit zu bringen, weil was können die da uns jetzt anhaben? Und so nach und nach aber das Vertrauen dieser Tiere zu gewinnen und dann in einer Art Symbiose dort zusammenzuleben. Hört sich sehr spannend an. Es wird, so wie ich es verstanden habe, erstmal keine Plastik-Spielfiguren geben, sondern Pappfiguren. Aber Tricerion ist halt schon für etwas außergewöhnliche Spiele bekannt. Quatsch, Mindclash Games ist, sieht man an Tricerion, für außergewöhnliche Spiele bekannt. Von daher lasse ich mich dort überraschen. Ja, das waren die News, kurz und knapp, knappe 10 Minuten. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, spielt schön und wie gesagt, denkt dran, am Wochenende kommt das Special. Wäre toll, wenn ihr einen Daumen hoch hinterlasst oder gegebenenfalls abonniert, wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt. Bis dann, euer Christoph. Ciao.